Unser Ziel ist es, dass jeder Einzelne von uns in Berlin sich sicher fühlt, sicher nach draußen gehen kann, sicher den öffentlichen Nahverkehr nutzt und nicht unentwegt Angst haben muss, dass ihm etwas Unangenehmes oder gar Schreckliches passiert. Die jüngsten Ausschreitungen auf Berlins Straßen angesichts des Angriffs der Hamas auf Israel zeigen ja, dass viele Menschen, nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern auch andere Bürgerinnen und Bürger inzwischen Angst haben, in manchen Stadtvierteln unterwegs zu sein. Das ist für uns ein unerträglicher Zustand und den wollen und den werden wir ändern. Und wir haben festgestellt, dass im Vergleich der Polizeigesetze aller Bundesländer das Berliner Polizeigesetz ausgerechnet das schlechteste Polizeigesetz ist mit den geringsten Eingriffsbefugnissen der Polizei. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, dieses Polizeigesetz zu reformieren. Es geht zum einen darum, dass die Polizeibeamten, aber auch die Feuerwehrleute und die Mitarbeiter der Ordnungsämter mit Bodycams, Körperkameras ausgestattet werden dürfen, mit denen sie in einer Gefahrenlage den Vorgang aufzeichnen. Warum machen wir das? Wir haben festgestellt, wir wissen aus anderen Bundesländern, dass bereits die Androhung, die Kamera einzuschalten, häufig dazu führt, dass der Täter von seiner Tat ablässt. Aber wenn er dann die Tat begeht, dann wird die Tat dokumentiert und kann anschließend gerichtlich überprüft werden. Das hilft bei der Verbrechensbekämpfung, bei der Aufklärung von Straftaten und bei der Strafverfolgung. Die Bodycams helfen aber nicht nur zum Schutze der Polizeibeamten, sondern bei häuslicher Gewalt häufig auch zum Schutze der Frauen. Denn häusliche Gewalt richtet sich sehr häufig gegen Frauen. Dann haben wir uns entschlossen, den bereits geregelten Präventivgewahrsam auszudehnen. Präventivgewahrsam bedeutet, dass jemand in Gewahrsam genommen wird, von dem eine Gefahr ausgeht. Und wir haben uns entschlossen, die Dauer des maximalen Präventivgewahrsams zu verlängern, und zwar insbesondere dann, wenn es Terrorgefahren gibt oder Gefahren für Leib oder Leben. Dann wird der Gewahrsam ausgedehnt auf maximal 7 Tage. Stellen wir uns vor, es gibt ein mehrtägiges Großereignis in Berlin, Fußball, Welt- oder Europameisterschaften, ein G20-Gipfel und wir sehen, dass terroristische Gefährder unterwegs sind in der Stadt. Die können nicht alle gleichzeitig observiert werden und dann ist das mildeste Mittel, sie auch in Gewahrsam zu nehmen, damit sie keine Straftaten begehen können. Aber auch bei einfachen Straftaten haben wir die Anwendbarkeit des Präventivgewahrsams vereinfacht. Wir haben durch bestimmte Neuregelungen dafür gesorgt, dass, wenn kein milderes Mittel zur Verfügung steht, auch der Präventivgewahrsam bei einfachen Straftaten angewandt werden kann. Zum Beispiel bei Silvesterkrawallmachern, Straßenblockierern oder anderen Gefährdern, die auf dem Weg sind, Straftaten, einfache Straftaten zu begehen. Die dritte Änderung des Polizeigesetzes betrifft die Einführung des Tasers, das ist ein Elektroschockgerät, das wir der Polizei als weiteres Einsatzmittel zur Verfügung stellen wollen. Der Taser ist auch ein sehr gefährliches Einsatzmittel, aber er ist nicht so gefährlich wie die Schusswaffe. Wir wissen im Übrigen von den Erfahrungen aus den anderen Bundesländern, dass bereits die Androhung des Taser-Einsatzes häufig dazu führt, dass der Täter von seiner Tat ablässt. Ein weiteres ist uns wichtig. Sicherheit kann es nur geben, wenn unsere Polizistinnen und Polizisten Wertschätzung genießen. Deswegen haben wir uns entschieden, dass diejenigen, die nachts für unsere Sicherheit sorgen und nachts zu ihrem Einsatzort fahren müssen oder zu ihrer Dienststelle, die also Nachtdienst leisten, für ihr privates Kfz keine Parkgebühren mehr zahlen müssen an ihrem Einsatzort. Das ist unsere erste Novelle des Polizeigesetzes. Es wird eine weitere folgen. Wir werden an weiteren Änderungen und Verschärfungen arbeiten, so wie es notwendig ist, um sämtliche Gefahren für Sicherheit, Recht und Ordnung zu begegnen und Berlin wieder zu einer sicheren Stadt zu machen.